Und ja, ansonsten werde ich jetzt erstmal an den Hans übergeben. Und der Hans wird uns, was ja zum Anfang der Hanfparade auch sehr passend ist, erstmal einen kurzen Abriss darüber geben, warum wir überhaupt hier sitzen, das heißt, warum Cannabis überhaupt verboten ist, wie sich das mit dem Betäubungsmittelgesetz in Deutschland mit dem Cannabisverbot so entwickelt hat. Das ging ja nicht von Knall auf Fall. Da haben ja viele Faktoren eine Rolle gespielt und es ist, wenn man hier sitzt oder wenn man auf der anderen Seite sitzt, da wo ihr sitzt, um Cannabis zu legalisieren, schlussendlich ist es, denke ich, auch sehr wichtig, darüber ganz genau Bescheid zu wissen. Und zweitens ist es super interessant, wie eine Gesellschaft darauf kommt, eine eigentlich sehr nützliche Substanz doch komplett zu verbieten und unter deren Besitz unter Strafe zu stellen. Voilà. Hans, Geschichte des Betäubungsmittelgesetzes. Ja, also wir schauen erst einmal in die Schweiz, weil das ist so gemäß Programm jetzt der richtige Punkt. In der Schweiz war es ähnlich wie in Deutschland. Es war Revolte. Studenten wehrten sich gegen Überkommenes und es regte sich Widerstand. Und die, die Widerstand leisteten, die aufklärten, die für Veränderungen und für Verbesserungen eingestanden sind und immer noch einstehen, die sollen hier kurz vorgestellt werden. Das ist einerseits der Nachtschatten Verlag, da ist vor allem der Roger Liggensdorfer, den wir heute hier auch erleben dürfen, sehr aktiv und hat viel bewirkt in der Schweiz. Und dann der Markus Berger, der ist zwar in Deutschland, aber oft in der Schweiz, der ist Chefredakteur von Luzis Rausch, ein Aufklärungsmagazin für Psychonauten, also praktisch ein Lehrwerk. Da gibt es den Verein Event Rave Schweiz, die haben Drug-Checking angefangen, nachdem es in Berlin von Event Rave Berlin nicht mehr möglich war. Und haben das in der Schweiz eingeführt, dort viel erfolgreicher. Es ist heute in verschiedenen Städten ganz normales staatliches Programm. Da gibt es Initiativen wie Legalize It und die DroLeg, die Drogenlegalisierung. Und das sind Vereinigungen ähnlich wie zum Beispiel der Deutsche Hanfverband. Und nicht zuletzt die Cannatrade, die dienstälteste Hanfmesse, die es in der Schweiz gibt. Und das ist der Ben Ahren, der das so managt. Und es ist unser großes Vergnügen, dass auch er hier heute live auftreten wird. Wir sehen hier Luzis Rausch, Cannatrade, Legalize It und dann Event Rave Schweiz, DroLeg, Luzis Rausch. Das sind in der Schweiz bekannte Titel, bekannte Labels oder Marken, die für Legalisierung und eine vernünftige Politik einstehen. Hanfszene Schweiz, ein vor Jahrzehnten erschienenes Buch im Nachtschatten Verlag, Neue Wegen der Drogenpolitik. Roger ist da immer auch Mitautor und Herausgeber und als Verbindung zur Politik die DroLeg, eine Bürgerinitiative, die Volksabstimmungen durch Unterschriftensammlungen, das ist in der Schweiz möglich, über Themen wie Drogenpolitik initiiert. Unser gutes Kraus, DroLeg, die realistische Alternative, die Aufklärung, das war 80er Jahre schon und dann 90er Jahre, das war politisch relevant. Stoppt die drogenpolitischen Leerlauf, Legalisierung, die vernünftige Alternative, das ist seit Jahrzehnten in der Politik relevant und man sieht einfach Repression. Wie in Deutschland ist die größte Säule und dann kommen andere Säulen, die werden kleiner. Dann haben wir Legalize It, das ist mehr Information an die Drogenkonsumenten, wie man sich wehren kann, wie man umgehen muss,
Infos um THC. Shit happens. Das ist eine regelmäßige Zeitung, wo die rausgeben, oder Büchlein eigentlich, 13. Auflage, Information für Kiffer, Rechtslager und so weiter. Dann gibt es natürlich auch Hanfzeitschriften, wie es das Thuner Hanfblatt, mit Aufklärung auch wieder zusammen mit den bekannten Organisationen. Nachtschattenverlag macht immer große Feste, 25 Jahre, 30 Jahre, und da gibt es viel Information, immer Workshops, aber auch Feiern. Denn Drogenkultur und Feierkultur, das hängt eng miteinander zusammen. Das weiß man nicht nur vom Oktoberfest, das auch in anderen Bereichen so. Hier ein Bild, da sieht man Roger und die Chris, die macht die Absinthbar in Solothurn. Das war 35 Jahre Nachtschattenverlag und 60 Jahre Roger. Haben ein großes Fest gefeiert. Und dann gibt es halt Bücher, sehr viele, eben über Psychonautik, über Drogenpolitik, Drogenkultur. Und das seit langer Zeit. Besonders interessant, zum Beispiel Bernhard Rappa, das ist ein Buch für Juristen, vor allem der Pionier. Der hat mit der Ärztegesellschaft etwas bewirkt, was einmalig war. Ein höchstrichterliches Urteil konnte nicht umgesetzt werden, weil die Ärzte nicht mitgemacht haben. Es ging um seine Zwangsernährung. Er hat die verweigert. Das Gericht hat gemeint, das sei legal. Die Ärztegesellschaft meint, ein Arzt, der das gegen seinen Willen macht, fliegt raus. Also es ist immer auch manchmal sehr politisch. Cannabis-Mythen, Cannabis-Fakten. Also ein Drogenbeauftragter könnte hier viel lernen. Auch Backen mit Hanf oder über CBD. Cannabis als Medizin. Da gibt es viele Fachbücher, viele kompetente Leute. Das muss viel mehr publik gemacht werden, auch unter Ärzten, die oft noch nicht Bescheid wissen. Und Bücher mit Spaß muss es auch geben. Cannabis hat auch was mit Spiritualität zu tun, mit Spaß, Hanf im Glück. Der hat Seyfried und Matthias Bröckers, ein sehr nettes Büchlein zum Beispiel, und Mumshiva. Und dann Cannatrade, die jährlichen Treffen, die es immer gibt, wo die Branche, Kultur, so Hanfmessen sind ja nicht nur Warenmessen, sondern eben auch Kongresse, wo man viel lernen kann. Und das, der Ben, was von Kultur versteht, sieht man auch hier. Das war der Ort, wo die Party stattgefunden hat, im Weberpark. Das war direkt bei Zürich. Und da sieht man einfach Kultur. Wenn der kulturelle Rahmen stimmt, dann funktioniert auch ein vernünftiger und bewusster Konsum psychoaktiver Substanzen. Hier sieht man Matthias Bröckert und Seyfried, Roger und Ben, die wir heute noch sehen werden.